Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Letzte Woche habe ich als Tutor beim Mikrobiologie-Praktikum gearbeitet und heute wollte ich euch mal zeigen, was wir Tutoren an einem Tag im Mikrobiologie-Praktikum im Studiengang Pharmazie machen. So, ich betreue einen Tisch mit einer Kommilitonin zusammen. Zunächst müssen wir die Materialien für die Tische vorbereiten. Hier seht ihr verschiedene Bakterienkulturen zum Vergleichen. Und so sieht der Korb mit verschiedenen Materialien für den heutigen Tag aus. In diesem Praktikum möchten wir verschiedene Bakterien und Pilze züchten, damit wir sie später nachweisen können. Und diese brauchen ganz unterschiedliche Lebensbedingungen. Damit wir sie als Reinkonulins züchten können, brauchen wir bestimmte Medien für jede einzelne Art. Daher seht ihr die verschiedenen Petrischalen mit verschiedenen Medien, in denen die Bakterien, die wir züchten wollen, bewachsen können. Bevor wir die Tische eindecken können, müssen wir erstmal desinfizieren. Das ist ja sehr wichtig. Und nun sind wir fertig. Die Studenten können jetzt kommen. Bevor der praktische Teil anfängt, machen wir ein kleines Call-Off mit den Studenten. Wir gehen die Aufgaben durch und beantworten die Fragen zusammen. Hier seht ihr die liebe Dani, mit der ich zusammenarbeite. Wir gehen gerade die Versuche durch und besprechen die Call-Offs-Themen. Wir machen das Call-Off sehr entspannt und es macht mega viel Spaß, die Studenten so motiviert zu sehen, also dass sie sich fürs Call-Off vorbereitet haben und wissen, was heute zu tun ist. Nach dem Kolloq fangen wir mit den Versuchen an. Hier Bakterienkolonie zählen. Pilzkultur betrachten. Hier sind verschiedene Pilzkulturen, die wir unter einem 3D-Mikroskop richtig gut und schön erkennen können. Hier seht ihr die verschiedenen Bakterienkulturen, die wir am vorherigen Tag oder in den letzten Tagen gezüchtet haben. Auch betrachten wir die Bakterien unter dem Mikroskop. Am Ende des Tages gehen wir in den Inkubationsraum und züchten die Bakterien bei 37 Grad über Nacht. Das war's zu einem Tag eines Tutors im Mikrobiologie-Praktikum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!